Hallo und herzlich willkommen zum 19. Let's Play von Craft the World. Und letzte Folge haben wir ja den kleinen Angriff heil überstanden. Aber dafür sterben die jetzt irgendwie alle nacheinander an Schlafmangel. Oh, wir haben schon wieder einen Bevölkerungszuwachs. Das gleicht ja das wieder aus, woran der hier gestorben ist. Ach, oder ist er an diesem komischen Wurm gestorben? Kann das vielleicht sein? Jetzt warte mal, mal den hier. Oh Gott, der hat ja nur noch so ein Viertel Leben. Nein, 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 du bist doof. Du schaffst das doch nicht, du Idiot. Ihr seid doch alle viel zu doof dafür. Dieser Wurm hat ja alles kaputt gefressen und oh Mann. Ah, schon wieder ein Zwerg tot, Mann. Ich muss hier erstmal wieder alle ausrüsten. Fangen wir mal ganz... Nein. Oh nö. Mein Waffenexperte ist tot. Nein. Wie konnte das denn passieren? Wie konnte der denn sterben? Der hatte doch die beste Rüstung von allen und die Waffen. Oh Mann, oh. Der hat noch gar keinen Hut auf. Das ist ja voll doof. So, jetzt sollen die hier erstmal ihre Wohnung fertig bauen. Bevor die hier irgendwas anderes machen. Muss ich die hier gleich erstmal ein bisschen besser kontrollieren. Dann sind die da unten alle krepiert wegen irgendeinem Scheiß, weil sie so wenig Leben haben. Super. Ach, hier. Könnt nicht weiterbauen. Hier können wir noch eine Leiter super hin klabüstern. Auch hier sind wohl auch welche ersoffen, so wie es aussieht. So. Zack. Oh, oh, oh. Ah, ich dachte, es hagelt jetzt eine längere Zeit. Ach, die können sich hinbauen, weil die da gar nicht hinkommen. Okay. Juhu, wir haben wieder 6 Leute. Vielleicht verlieren wir gleich wieder einen. So, wäre ja ganz gut möglich bei unserem Pech. Leider. Okay, hier können wir noch einen Stein hinbauen. Gut, dann brauche ich jetzt unbedingt Holz. Kann ich mal den Eingang hier wieder aufmachen. Wo? Ach, da unten. Na, endlich haben sie das Viech tot bekommen. Ach Gott, ja, jetzt heißt es erstmal Sachen aussammeln. Ach, der hat einen Rucksack mitgenommen, so wie es aussieht. Zwerge schwimmen hier wieder. Wenn die schon immer hier hinschwimmen, können sie auch mal Bären mitnehmen. Und noch einen Baum umhauen. So wieder. Ersoffen. Noch Mann. Das gibt's doch nicht, Mensch. So funktioniert das nicht. Zumindest wird die Hütte ganz langsam ansatzweise mal fertig. Boah. Und wir kommen nicht über die Zahl 5 irgendwie hinaus. Und jetzt mache ich mal die Türen zu. Und ich hoffe, dass die Sachen nicht hier spawnen. Die sollen mal den Krempel hier holen.
so. Ah. Immerhin können sie da schon mal rüberspringen. So. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass sie nicht ersaufen. Und ausrüsten können wir hier auch wieder ein. Das ist nun mal ein Koch. Bergarbeiter. Der hat so schön lange überlebt, der bekommt das Säbel von den Typen. Rucksack hat er schon, so eine Nussschale auf dem Kopf hat er auch. Was kann der denn sonst noch bekommen? Hier sowas. Wo ist denn das? Bergarbeiter. Hatten wir nicht so einen Kämpfer? Dingsbums. Hm, schade. Tüftler. Bergarbeiter, so. Bekommt eine Nussschale auf den Kopf. Rucksack hat er ja auch. Ach ne, das ist eine Holzrüstung. Hier ist der Rucksack, genau. Jetzt fehlt nur noch das hier und eine Waffe. So. Ah, da fehlt noch einer. Okay, und alle sind wieder ausgerüstet. Okay. So, Fackeln anbringen. So. Und dann ist das Haus auch schon bald fertig. Haben sie das hier unten schon geborgen, die ganzen Sachen? Ach, sind sie noch mit bei? Na. Okay. Dann machen wir mal weiter. So. Ich finde, dann können wir hier nochmal ein bisschen Erde hinsetzen. Leiter. Ganz ruhig, was ist denn los? Ach, hier. Bitte habt ein bisschen Leben. Bitte, bitte, bitte. Ja. Gott sei Dank. Der hat volles Leben. Du wirst angegriffen. Warum? Und der ersäuft gerade. Wieso ersäuft er schon wieder? Ach, die sind alle so doof. Oh. Die sind alle fast tot. Oh, oh. Oh, das läuft ja alles langsam mehr voll. Blub, blub. Okay. Oh, ich habe wieder 7 Zwerge. Yeah, die 7 Zwerge. Oh, oh. Du da. Zwerg auswählen. Steuern. Mach mal den da kaputt. So, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. So. Und jetzt muss hier eigentlich nur noch ein Dach drauf. Das hier hätte ich gerne denn als Hintergrund. Wie viel Holz habe ich denn? Noch für 6 reicht es. Ach, reicht gerade ebenso. Geh weg. Ich möchte hier gerne steuern. Na komm, noch einmal hier hin.
Ja, jetzt aber. Ja. Perfekt. Okay, dann hätten wir das ja auch schon mal. Na gut, die wissen jetzt nicht weiter, wie sie weiterbauen sollen. Ja, die hätten wir aber gleich auch schon gelöst. So. Ganz einfach. Ein paar Erdbrocken hinsetzen und dann könnten sie rein theoretisch da oben die Decke weiterbauen. Ja, perfekt. So. Alter! Ah, er rennt wieder los. Ob das hier irgendwann alles mal untergehen würde? Ja, dann könnte ich ja ganz normal Wasser ablassen, aber... Okay, unten können sie was weghauen. Ist wieder Efeu. Oh. Nein. Okay, drei Betten könnte ich schon mal aufstellen. Ja, oh, ich dachte, es hat sich aufgehängt. Das ist aber jetzt traurig. Ja, ja, ja. Den hier geht's ja alle ganz gut. Kann der hier sich ausruhen? Ich meine, da stand ja jetzt keine rote Nachricht, oder? Oh, die wollen angeln. So, dann gucke ich jetzt erstmal weiter. Blätterdach. Das ist ja nun ganz einfach. Okay, 15 Stück habe ich davon. So. Ah, guck mal. Jetzt legen sie hier auch gleich schon los. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann mache ich das mal hier, dass einer übersteht. Mal gucken, wie das so aussieht. Und wenn das fertig ist, dann können sie hoffentlich endlich mal schlafen. Ah, guck mal, mit schönen Fenster sogar noch mit drin. Das ist ja toll. Okay, ansonsten könnten sie eigentlich hier mal was weggraben. Der ist auch noch im Weg. Und den Krempel hier könnten sie auch noch beseitigen. So.
Oh Mann. Die sind immer noch so blöd. Und fallen dadurch. So. Oh. Das ist voll schön. So. Das letzte Teil da drauf und dann haben sie hier oben eigentlich alles. Dann könnten sie eigentlich rein theoretisch schlafen gehen. Wenn sie das denn auch möchten. So, die buddeln hier unten noch schön weiter. Ich hoffe, ausnahmsweise stirbt mal keiner. Ob das was wird, weiß ich allerdings noch nicht. So wie die sich hier momentan anstellen. Könnte schwierig werden. Ja, Haus fertiggestellt, Aufgabe erfüllt, stelle die Unterkunft fertig. Stelle den Bau der Unterkunft fertig, indem du in der Mitte ein Totem aufstellst. Es wird Monster und böse Geister abschrecken. Die Unterkunft muss auf allen Seiten von Mauern geschützt sein und beim Eingang sollte eine Tür oder eine Luke zum Einsatz kommen. Habe ich erfüllt. Yeah. Perfekt, dann können sich endlich mal einige ausruhen. Und sollten auch nicht mehr sofort sterben. Sieht zwar jetzt nicht so perfekt aus, aber für die erste Hütte finde ich das ganz gut soweit. Ich glaube, ich möchte noch mehr Totem aufstellen. Zum Abschrecken, falls das so hilft. Oh, der ratzt sofort ein. Ach, wegen der Fackel. Oh, süß. So, dann ändere ich hier das mit den Fackeln mal eben. So ein Totem aufstellen. Komfort mittelmäßig, ja gut. Kommt noch. Ah, der stellt das Totem-Ding auf. Sollte denn noch ein paar mehr denn abschrecken vielleicht? Komfort moderat? Wieso aber weniger? Kann ich ein Totem wegnehmen? Mal gucken. Ah, 32. So. 35. Naja, unten kann ich ja noch mehr Schlafzimmer hinmachen. Oder ich könnte auch die Kantine denn lieber nach oben räumen. Ey, der kann ja durch Wände fliegen. Müssen wir mal hier ganz kurz vernichten. So, jetzt mach was du willst. Zwerg auswählen. Du rufst eh am besten aus. Wie siehst du denn aus? Du kannst dich auch mal ausruhen. So. Hier die Schlafkabinen unterirdisch werden dann später noch genutzt.
Ach, guck mal, die kommen hier wieder nicht hoch. Ah, Komfort 39. Boah, Schnarchnasen. So. Ach Gott, das ist zugewuchert hier mit Efeu schon. Müssen wir mal wegmachen hier drüben. Na okay, wir waren auch sehr lange nicht mehr in der Mine drin, da drüben. Wir waren ja eher hier zugange. Okay. So. Oh. Buch des Kriegers vergrößert den zugefügten Schaden durch Nahkampfwaffen bei Kämpfern, bei Kämpfen auf kurze Distanz. Das kriegt gleich mal unser neuer Kämpfer hier. Der mit den Säbel. Ach, nutzen, genau. Okay, perfekt. Ich weiß, ich sollte auch schwimmen bekommen. Nee, dann kriegt er lieber noch Jäger später dazu. Ach, hier kommt so ein Gehilfe an, der den dann hochhebt. Wir sind dicker. Ach, aber die kommen hier schon nicht hoch. Ah, hier guck mal, die füllen ihr Leben auf. Du wirst angegriffen, wo denn schon wieder? Ach, da ganz unten. Wo ist mein Bett? Dein Bett wartet hier oben gleich. So. Hol dich aus. Vollidiot. Ach Gott, der fällt auch runter. So. Dann lassen wir den jetzt auch mal schlafen gehen. Der ist wirklich übermüdet. Lalalala. Ich weiß, wir sind schon wieder über der Zeit. Aber ich will den hier noch eben schlafen schicken. Ach ja, ich kann jetzt auch an den Wänden hier hochkrabbeln. Okay, so. Und dann lasse ich den hier noch einmal schlafen gehen. So. Wie geht denn das? Ach, hier freigeben und ausruhen. Wo ist mein Bett? Da ist dein Bett. Okay. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder und dann bis dann. Tschüss.